Willst du dich hier richtig reinflezen? Dann mach ich nicht, da habe ich keine Energie, wenn ich da hinten in der Ecke sitze. Dann schlafe ich ein. DAW-Versteher, dein Podcast im Recording-Blog mit Björn und Jonas. Ciao und schön, dass du wieder eingeschaltet hast und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe von deinem Podcast von den DAW-Verstehern. Heute mal unter etwas spezielleren Bedingungen, denn ich bin nicht bei den goldenen Ohren von Holtwig, meinem Freund Björn Schlüter, zu Hause. Heute die Grünen. Madrid, heute die grünen Ohren. Ja, genau. Die grünen Ohren von Holtwig sitzen neben mir, denn wir sind auf der Studioszene hier in Hamburg und haben heute hier Live-Podcast. Das heißt, wir haben ein Publikum hinter und vor der Kamera und Leute da, die uns dabei zuschauen, wie wir hier quasi Quatsch verzapfen, miteinander reden und Dinge tun. Da macht man ein bisschen Krach, damit die Leute uns auch glauben, dass hier Menschen sitzen. Genau. Sehr schön. Ja. Perfekt. Schön, dass ihr alle da seid. Nach der Generalprobe, die wir dann im Prinzipalstudio gemacht haben, sind wir jetzt endlich dann hier bei der finalen Performance vor Publikum auf der Studioszene. Genau. Und ich stelle ihn einfach nochmal vor für alle, die es noch nicht wissen. Auf meiner linken Seite, auf deiner rechten Seite, die goldenen Ohren von Holtwig, Björn the Master Schlüter. Vielen Dank und natürlich, mit wem hätte ich mir einen Kurztrip, einen Kurzurlaub nach Hamburg besser vorstellen können, als mit dem Recording-Blog-Mastermind himself, diesem gut aussehenden, charmanten jungen Mann aus Münster-Wolbeck, Jonas Wagner. Yes. Und wir sind heute nicht beim Friseur gewesen, obwohl wir bei einem Barber vorbeigelaufen sind. Ja, an erstaunlich vielen Friseuren. Also wir sind ja ungefähr nur 100 Meter von hier untergebracht, ja. Im Mercure, yes. Hotel. So, keine Werbung, hier, aber hier da haben wir halt gepennt. Hier geht jetzt voll die Party ab gerade. Ja, weil wir jetzt hier sind. Genau. Haben uns heute Morgen auf den Weg gemacht zu einem Bäcker, weil, wie natürlich angekündigt, wollten wir gerne Quarkbällchen am Start haben, so wie immer halt in unserem Podcast. Allerdings muss man sagen, wir haben einen ganz tollen Bäcker gefunden, der uns ein fantastisches Frühstück und ein... Kann man auch ruhig sagen, Bäcker Junge, also genau. Nicht der junge Bäcker, der Bäcker, sondern Junge ist der Name, nicht das Adjektiv. Sehr zu empfehlen. Ja, Wir haben, ich darf so viel verraten, keine Quarkbällchen bekommen. Nein, leider das nicht. Das war sehr traurig, aber wir haben gedacht, wir machen einfach die regionale Alternative, ja. Ne? Ist ja auch nachhaltiger. Die du ja auch mehrfach angekündigt hast, genau. Schon in den vergangenen Folgen. Und für die Leute, die uns jetzt nicht nur zuhören, sondern auch zusehen, ja, ja. Wir haben hier zwei wunderbare Franzbrötchen mitgebracht und ich habe gerade versucht, im Eifer des Gefechtes, die noch auseinanderzureißen, bin aber dann einfach verklebt. Massiv an dem Material. Gescheitert. Ja, das heißt, wir werden das so machen, im Anschluss an den Podcast, ja. Werden wir das hier brüderlich mit allen, die gerne einen leckeren Nachtisch wollen, nach der Currywurst, die es ja gerade auch noch gab. Auch das, ja. Vollverpflegung hier auf da der Studioszene. Da können wir noch ein bisschen Nachtisch gleich zu uns nehmen. Genau. Und passend dazu haben wir natürlich auch ein Käffchen am Start. Ne? So, da trinken wir jetzt aber erstmal einen raus, denn die DAW-Versteher-Tassen sind natürlich auch mit nach Hamburg gereist. Prosit auf euch. Prost zusammen. Auf alles, was hier kreucht und fleucht, möchte man fast sagen. Also ist jetzt natürlich kein Chocolate Chill-Out wie sonst, ne? Werbung Ende. So. Nee, ist aber Filtertüte to go quasi. Und wir haben auch etwas ganz Besonderes mitgebracht hier für die Studioszene, denn wir haben ein T-Shirt dabei, ein DAW-Versteher-T-Shirt. Ich wurde gerade schon bei einem Vortrag, den ich gemacht habe, wurde ich gefragt, ob ich, wo man die kaufen kann, die DAW-Versteher-T-Shirts. Kann man nicht kaufen. Kann man nicht kaufen. Aber man kann heute hier live eins mitnehmen. Das heißt, für alle, die uns zuschauen, zu hören. Pech gehabt. Tut mir leid, dass ihr nicht den Weg geschafft habt hierher. Alle, die hier sind, können vielleicht die Möglichkeit nutzen und ein T-Shirt gewinnen. Einzige Einschränkung, das Ding ist in XL oder wie groß haben wir es gemacht? Das ist XL, genau. Ja. Aber ein entspanntes XL. Ja. Oh, Peter zeigt schon mit dem Daumen auf sich, er möchte das gerne haben. Okay, alles klar. Und wir sind super vorbereitet. Wir haben gestern circa 4 Stunden zusammen im Auto gesessen, ja. Haben gestern Abend ungefähr 6 Stunden zusammen beim griechischen Restaurant und in der Ratsherrenklause gesessen. Mit anderen Worten, wir haben schon 27 Stunden gequatscht und wissen gar nicht mehr, worüber wir jetzt reden sollen. Das ist nicht mal das Problem, aber so eine Minute, bevor wir uns hier eben hingesetzt haben, habe ich Jonas gefragt, ja, der T-Shirt, ne? Ja, wie verlosen wir das denn überhaupt? Und ich habe bisher noch keine Antwort gekriegt. Das heißt, wir überlegen uns jetzt einfach in der nächsten knappen Stunde, was wir mit dem T-Shirt anstellen und wie wir das gleich unter die Leute bringen werden. Wir können es ja vielleicht auch wie bei einer traditionellen westfälischen Hochzeit machen. Wir drehen uns einfach um, werfen es nach hinten und wer das T-Shirt fängt, darf es behalten und ist auch der Nächste, der heiratet oder die Nächste, je nachdem, was da gerade am Start ist. Das schauen wir mal, wen wir damit treffen. Okay, die laufen wahrscheinlich dann alle zur Seite, das T-Shirt fällt schön auf den Boden mitten drauf. So, jetzt sind wir ja hier auf einer wunderschönen Messe. So ist es. Schauen hier ins weite Feld.
Was war denn für dich etwas Interessantes, was du hier mitgenommen hast schon? Oder vielleicht auch Begegnungen, die du hattest? Oder eher Begehrlichkeiten, weil wir sind gerade schon wieder am AEA-Stand vorbeigelaufen. Mhm. Und ich habe mir schon wieder das KUSA angeguckt, das KU5A-Mikrofon, dieses Bändchen-Hyperniere, von dem wir das letzte Mal auch schon gesprochen haben. Und ich werde jedes Mal weicher, weil ich denke, das will ich gerne haben. Ich muss nur noch überlegen, wie ich das bezahle, weil so das kann kostet. Kann dem Herrn von AEA mal einer einen Kopfhörer schnell aufsetzen? Vielleicht, ja, dass er das mal hört, dass wir eins mitnehmen möchten. Nein, das kostet 1.800 Euro. Ist also schon wirklich eine amtliche Investition. Ja. Aber ich glaube auch das letzte Mikrofon, was ich mir kaufen würde. Von daher wäre das ja durchaus zu rechtfertigen, dass ich mir das noch in den Schrank stelle, beziehungsweise auf den Mikrofonständer draufschraube. Tolles Ding, definitiv. Was auch spannend war, war gerade die, den Talk, den ich gemacht habe, mit, Purple Disco Machine, Tino Piontek und mit Markus Bertram von MB Akustik, und wir haben über den Studiobau von Tino gesprochen. Markus hat das Ganze geplant, durchgeführt und so weiter, und die haben eine komplette Raum-in-Raum-Konstruktion gemacht. Das heißt, Tino hatte in so einer Lagerhalle einen Raum gemietet quasi, jetzt für die nächsten 10 Jahre, damit sich die Investition auch lohnt, und hat dann da quasi mit Markus' Hilfe mit einem bestimmten Budget eben dieses Raum-in-Raum-Konzept gemacht. Fantastisch, weil keine parallelen Wände zum Beispiel, also alles, was man sonst so, womit man kämpfen muss in Räumen. Was du baulich nicht immer so anpacken kannst, vielleicht kaum, in Mietwohnungen, ne? Haben sie so da tatsächlich so hingebogen, dass sie tatsächlich dieses Ding da reingebaut haben. Es war sehr spannend, auf der einen Seite vor allem Tino zu sehen, der tief glücklich ist mit diesem Raum, und auf der anderen Seite Markus, der aber auch ein schönes Showcase dann da hat, ja, und das einfach zeigen Fall. Kann, was man mit verschiedenen Mitteln machen kann. Und Markus war ja in deinem Studio auch aktiv. Genau, Markus hat mein Studio auch vor, ich weiß gar nicht wie vielen Jahren jetzt schon geplant und dann auch umgesetzt bei mir, und ich kann das nur so unterschreiben. Also diese Glückseligkeit, die der Tino da eben auch zum Ausdruck gebracht hat bei eurer lustigen Talkrunde da oben, die würde ich genauso teilen. Also es ist wirklich immer wieder erstaunlich, was Markus da einfach zu leisten imstande ist. Ne, das ist schon wirklich ganz, ganz toll. Absolut. Und ich meine, wir können das ja mal ruhig sagen, der Markus, der hier vorne MB Akustik einen kleinen Stand auch hat, die bieten jetzt ein wirklich, und das ist mit Sicherheit für viele Podcast-Hörer wirklich interessant, da machen wir gerne mal unbezahlt ein Shoutout, eine kleine Werbung für den Markus. Können wir machen, ja. Der Markus macht einen super Service, ein Home-Recording-Service oder wie auch immer er das dann nennt. Ne? Genau. Du kannst dir da quasi online einen Termin holen. Genau, sprichst erstmal eine Viertelstunde mit ihm, kannst aber auch für 100 Euro plus Mehrwertsteuer, also 119 Euro, eine ganze Stunde mit ihm quatschen. Und das ist dahingehend sinnvoll, dass du einfach mal so dein Studio beschreiben kannst und einfach mal besprechen kannst. Oder Fotos zeigen oder wie so. Wie sieht's aus? Was wäre da eine geeignete Maßnahme? Wie viel Geld müsste ich denn wo aufbringen? Mhm. Also natürlich von 300 bis 300.000 Euro ist alles möglich, aber letztendlich geht's darum, auch drüber hinaus. Dass da, ja, wahrscheinlich, ne? Wenn du die Goldgriffe noch haben willst, die bei Frank sonst im Studio montiert sind. Ah. Aber nichtsdestotrotz ist da eine ganze Menge möglich, schon mal im Vorfeld abzuklären, einfach mal eine Stunde mit Markus zu sprechen und einfach mal abzuklären, was sinnvoll wäre für dein eigenes Studio. Ne? Das lohnt sich mit Sicherheit. Also total. Ich habe schon viele Gespräche mitbekommen, auch von Bekannten, die ich hier getroffen habe, die dann auch mit Markus gequatscht haben, die ich so ein bisschen dahingeschubst habe, gesagt habe, ja, aber sprich mal mit ihm. Sprich doch mal mit dem. Ja, weil wirklich, es lohnt sich ja erstmal alleine auch vielleicht zu wissen, wo Problemstellen sein könnten, die man dann möglicherweise auch DIY-mäßig angeht oder sowas. Also das ist wirklich eine super, super Idee, die ja Markus da hatte, und kann ich jedem nur ganz, ganz warm ans Herz legen. Und Markus ist ja auch ein super Typ, also mal super davon typ. Ab, rein menschlich ist es auch ein feiner Kerl. Du musst nur immer ein Stück Kuchen und eine Kanne Kaffee da haben, dann ist die Messung auf jeden Fall total tiefenentspannt. Auf jeden Fall. Ich bin gerade hier übrigens komplett abgelenkt worden, weil im Hintergrund lief gerade Steely Dan, Hey 19. Okay. Und Steely Dan wird ja mal gerne genommen, um so Sound zu zeigen, ne? Wie gut ist die Anlage und so weiter und so fort, weil ich mir das hier in dieser Riesenhalle komisch vorstelle. Mein Problem ist nur, wenn irgendwo laut Steely Dan läuft, dann komme ich gerade so ins Festzelt rein. Unser Mischer Alex rauscht gerade die Anlage ein und hat gerade mal wieder Steely Dan aufgelegt, und ich weiß so, den nächsten Abend wird ein bisschen länger dauern, weil wir heute Abend 4 Stunden auf dem Schützenfest spielen oder sonst was. Also immer, wenn ich Steely Dan höre, dann schlagen so 2 Herzen in meiner Brust. Das eine sagt, ah, geile Musik, toll produziert, alles super. Und das andere sagt, ah, jetzt musst du gleich wieder auf die Bühne, bist du bescheuert. Ja, solche Sachen hat, glaube ich, jeder Mischer hat irgendwie so seinen Track, ne? Den er live gerne. Ich habe früher, als ich noch mehr Live-Mixing auch gemacht habe, immer gerne Daft Punk benutzt. Ja, gab's ja, ne? Zu meiner Zeit noch nicht in der Form wie heute. Ne? Du bist ja schon 3-4 Jahre älter. Wir haben tatsächlich gestern festgestellt, dass ich
Björns Papa sein könnte. Und ja, das war ganz charmant irgendwie. Aber das war ja eigentlich schon immer klar. Ich bin dein Papa. Mein Geburtsjahr hat sich ja auch nicht verändert. Ich bin dein Vater. Jetzt kann man natürlich sagen, woran liegt das? Ne? Wirkst du so alt, wirk ich so jung? Oder liegt es einfach daran, dass zwischen uns tatsächlich halt 20 Jahre einfach liegen? Ne? Ja, das ist, glaube ich, ganz schnell erklärt. Hält uns aber nicht davon ab, trotzdem dauerhaft zu quatschen miteinander und einfach über schöne Dinge zu sprechen. Wir haben gestern auf der Hinfahrt auch schon hier lange gesprochen und verschiedenste Dinge abgesprochen. Ich habe zum Beispiel angekündigt, dass ich heute mal so richtig abhaten möchte. Oh ja. Ich möchte so einen richtig neudeutschen Rant machen, weil ich bin letzte Woche über einen Song gestolpert im Internet, der mich einfach so unfassbar tief berührt hat und auf der anderen Seite so unfassbar schockiert hat, dass ich einfach gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Denn ich lehne mich mal für die nächsten 10 Minuten zurück. Ja, mach mal, weil ich muss jetzt mal gerade kurz Luft holen und dann sprechen. Weil es gibt einen Künstler auf diesem Planeten, der nennt sich Jacob Collier und ist einer der hochbegabtesten und tollsten und charmantesten und zurückhaltendsten, begabtesten Typen auf diesem Planeten irgendwie. So, der hat angefangen bei YouTube irgendwann mal Musikstücke mit der Stimme nachzuformen, hat dabei total wirre Reisen durch Harmoniewelten gemacht, die keiner nachvollziehen konnte, die aber super toll sind. Und ist dann von Quincy Jones entdeckt worden, der mal eben angerufen hat, hey, hier ist Quincy, mir gefällt, was du machst, super, also kann man gut gebrauchen. Auf jeden Fall, Jacob ist jetzt schon etwas länger im Geschäft und hat jetzt einen Song rausgebracht, der heißt Little Blue. Und er ist eigentlich ausproduziert aus dem Studio und so weiter. Da gibt's ein tolles Video, wo er so in so einer gezeichneten Landschaft durch die Gegend macht und es auch produziert. Und ich denk dann nur und höre das so und denk so, ja, tolle Produktion und so weiter, toller Song. Eigentlich im Prinzip ja. Mhm. So, jetzt ist Jacob aber in eine leere Kirche reingegangen und hat 3 Chöre aufgestellt, die aus, was weiß ich, 10, 15 Leuten bestehen, ne, die so U-förmig vor ihm stehen. Und er steht nur mit der Akustikgitarre bewaffnet, steht da und spielt jetzt Little Blue. Alleine, nackig, ohne alles irgendwie. Und ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, weil dieser Song ist so reduziert in dem Moment, nur auf seine Stimme, die Akustikgitarre, die er wirklich beherrscht wie kaum ein anderer und dann eben diese Chöre, die er dann da auch dirigiert. Und das Ding ist so ergreifend und für mich dahingehend schockierend, weil das ist nackig. Da ist nichts Produktion, Dynamik, 27 Gitarren, sonst was irgendwie. Dieser Mann braucht nichts anderes außer einer Gitarre und einer Stimme. Und hat mich so abgeholt. Ja, wirklich. Also wirklich, ist ja, die Stimme ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack, aber es ist einfach unfassbar intensiv. Und ich musste mich dann selber überprüfen, ob ich das alleine nur gut finde, weil ich Jacob super finde und habe das mal mit meinem 10-jährigen Jungen vorgespielt. Und als wir dann durch waren, sagte er, ey, da waren 2 Stellen, wo ich wirklich aufpassen musste, nicht loszuheulen. Und da habe ich gedacht, wenn Musik das schafft, irgendwie so reduziert zu sein und einen 10-Jährigen, der sich eigentlich für Beats und Deutschrap interessiert, so emotional zu packen, dann ist das einfach für mich persönlich eine Klatsche, weil ich muss immer mein nicht vorhandenes Talent hinter großen Produktionen und Mischen und so weiter verstecken. Und Jacob schafft das einfach mit einem tollen Song, mit, ich glaube, 4 Zeilen und unfassbarem Gespür für Emotionen und Intensität, das Ding dahinzustellen. Habe gedacht, ich bin ein mieser kleiner Stümper. Genau, mit den Worten kam Jonas letzte Woche zu mir ins Studio. Wir sind alle Stümper. Ich sag, was ist passiert? Was genau ist passiert? Wir sind alles Stümper. Mach YouTube an, los. Und dann saßen wir bei mir, bevor wir eine Mixkritik-Session da aufgenommen haben für den Premium-Bereich, saßen wir dann da, oder nee, nachdem warst du. Nachdem, ne? Genau, und, ja. Und da hast du dann schön da gesessen und hast dich über die Amphions nochmal in Verbindung mit diesem Song natürlich auch gefreut. Ja, es klang natürlich bei dir auch toll, aber es ist unabhängig davon. Naja, klar. Also tut uns allen Gefallen, wenn ihr Bock habt, ey, geht bei YouTube rein, guckt euch Little Brew, die Mahagoni-Session von Jacob Collier an. Und ich schwöre euch, jeder von euch wird eine Träne im Knopfloch haben. Es wird wirklich, es ist so unfassbar intensiv. Und ja, irgendwann kam dann auch der Techniker raus, mit dem ich dann 20 Mal gehört habe und habe mich dann gefragt, wo ist denn eigentlich das Mikrofon von Jacob? Weil der steht da nackig irgendwie, er hat nur die Gitarre an, da stehen zwar Mikrofone für den Chor aufgebaut. Die sehr komisch da auch stehen, ne? Ja, aber so, da werden die, glaube ich, nicht drüber nachgedacht haben. Ja, ich schätze, dass das irgendwie voll das Konzept ist, aber ich habe es noch nicht verstanden. Also schaut euch das mal an irgendwie und schreibt mal dazu, was ihr dazu denkt. Was auf jeden Fall habe ich dann überlegt, wo ist denn dieses Mikrofon? Weil der bewegte sich da frei und vor ihm stand definitiv nichts, über ihm war nichts, nirgendwo war was zu sehen, aber Jacob hatte eine Mütze auf. Und irgendwann zwischendurch lugte so ein kleines Lavaliermikrofon oben, glaube ich. Das haben sie ihm auf die Stirn geklebt und dann war da halt dieses Mikro.
Aber nichtsdestotrotz, unabhängig, also kann man alles ausklammern, weil die Emotionen, die bei diesem Song rüberkommen, wie gesagt, ich bin ein mieser kleiner Stümper, ich bekenne mich schuldig. wie war das in diesem Film? Wir sind unwürdig, weil Wayne's World war das, ne? Wir sind nicht würdig. Wir sind unwürdig, so, ja, genau. So habe ich mich auch gefühlt. Also toll. Und ich war aber wieder positiv aufgeladen, weil ich gedacht habe, guck mal, das kann Musik. Also das neben allem, was wir sonst immer so machen und was wir versuchen, das kann Musik mich innerhalb von einer Zehntelsekunde so fassen, dass ich komplett abgemeldet bin und einfach denke, ja, schön. Das freut mich. Ja, ne? Also ich finde es immer schön, wenn jemand so emotionalisiert wird durch Musik oder auch generell durch Kunst oder so, weil es ja am Ende des Tages genau das ist, wofür wir es alle machen. Ja, wir reden über Mikrofone, wir reden über Plugins, ne, machen wir, glaube ich. Ich glaube, wir haben da noch so eine Kategorie auch heute wieder dabei. Ja, ne? Natürlich. Und wir reden über alles Mögliche, was es dann ausmacht, ne. Aber das eigentlich Wichtige, das einzig richtig Wichtige, ist eben die Musik. Und ja, die Musik überträgt dann Emotionen. Und das ist das Einzige, was zählt. Und da ist es völlig egal, ob du Rap machst oder ob du Folk machst. Richtig. oder Classic Rock oder was auch immer. Das ist das Einzige, was wirklich zählt. Und wir sind eigentlich nur dafür da, um genau diesen Effekt dann auch hörbar zu machen übersetzen für die Leute. Quasi, genau, ja. Ne, die Vision des Künstlers oder des Songwriters einfach perfekt zu übertragen. Ne? Ja. Ich habe nur gedacht, was wohl gewesen wäre, wenn ich der Videoproducer vor Ort gewesen wäre. Ich wäre, glaube ich, gestorben bei dieser Performance, weil die ist ja auch ein One-Take, ne? Also da schwirrt zwar eine Kamera drin rum, aber das ist wirklich am Stück einmal so gemacht. Mhm. Und am Schluss dirigiert er ja noch den Chor irgendwie, ja, also nicht dirigieren, sondern er sagt den einfach Ton rauf, Ton runter und spielt dann quasi mit diesem Chor noch dieses Ding hinten raus. Kann man jetzt drüber diskutieren, ob es das noch gebraucht hätte irgendwie, es macht den Song ein bisschen länger, aber insgesamt unfassbar. Apropos lange Songs, ja, dann wir heute so positive Rants. Du hast ja eigentlich gesagt, du wolltest negativ haten. Du hast ja gar nicht gehatet. Ja, ich habe gegen mich selbst gehatet, weil ich ja ein das mieser okay. Stümper bin. Das ist okay, solange du nicht anfängst zu ritzen oder so, ist das okay. Dann hole ich dich emotional aus diesem Loch auch wieder raus. Also da, ja, bitte, da, hilf mir. Dass heute auf der Rückfahrt kriegst du an der Tankstelle wieder eine schöne Bockwurst oder so. Dann bist du wieder glücklich. Ja, das ist das Schönste. Aber wir haben ja gestern auf der Autofahrt natürlich auch die Zeit ein bisschen genutzt und haben ganz tolle Musik auch gehört. Wenn dieser Podcast rauskommt, dann werdet ihr, also nicht ihr, die jetzt hier sitzen, sondern auch ihr an den Radioempfangsgeräten zu Hause schon ein neues Album von den Rolling Stones in den Streaming-Plattformen eurer Wahl finden. Und zwei Tracks sind ja bereits veröffentlicht. Genau. Hackney Diamonds. Genau. Und ein Titel, von dem ich den Namen vergessen habe, aber mit Lady Gaga zusammen. Ja, es wird der letzte Track auf dem Album sein, featuring Lady Gaga, dauert irgendwie 7,5 Minuten oder so. Ja. Und es ist wirklich megamäßig, dieser Song. Also ich kann dem nur zustimmen. Und ich war immer Beatles. Ich war nicht Stones. Die Stones haben sich mir nie zwingend erschlossen. Irgendwie, mir war das immer ein bisschen zu hanebüchen, ein bisschen zu rau. Irgendwie, ich fand auch die dicken Eier von Mick Jagger, fand ich nie so richtig cool. Ja, der ist jetzt ja alt. Also. Ja, aber das letzte Album, was sie rausgebracht haben, das war so ein blaues Coveralbum, was sie schon unter speziellen Bedingungen aufgenommen haben. Okay. Danke. Nicht der Rede wert. Aber das war schon cool. Schön wäre es, wenn für uns mal einer so laut applaudieren würde. Kriegen wir gleich auch noch. Okay. Aber darum geht's ja auch gar nicht. Das war ein cooles Album. Und dieses neue Album, das stand dann in der Zeitung, ja, die Stones bringen seit 30 Jahren das erste wirklich neue Album mit neuen Songs raus. Und ich habe gedacht, was das wohl sein wird. Und dann haben wir es uns gegeben. Und es war echt gut, ne? Hammer. Also die haben die Stones echt ins neue Jahrtausend gebeamt. Check ne? das mal aus. Wirklich, das Album ist ja dann, wenn dieser Podcast dann erscheint, definitiv auch schon quasi knapp eine Woche dann veröffentlicht. Mhm, genau. Da auf jeden Fall mal reinchecken. Das, was ich jetzt oder das, was wir im Radio gehört haben, wir haben jetzt nicht so krass auf den Sound geachtet oder auf war die, auch nicht nötig, weil es war einfach, es hatte eine super Energie. Genau, sondern wir haben vielmehr das Songwriting auch gefeiert und dieses Riff vor allem, was dann in diesem Song mit Lady Gaga dann irgendwie nach 4-5 Minuten, wo du denkst, ja, jetzt ist wirklich erzählt. Was kommt denn jetzt noch? Jetzt genau, ist erzählt. Ja. Und dann kommt plötzlich dieses Riff da rein, was dann auch wieder im Prinzip 2 Minuten fast einfach gnadenlos durchläuft, aber alleine diese, die männliche und weibliche Gesangsstimme
wie die sich in ihren Ranges ergänzen, wie die sich gegenseitig hochschaukeln und die Intensität immer höher wird. Du denkst wirklich, jede Sekunde ist passiert was Neues, obwohl gar nicht so viel Neues passiert. Ja, weil, vor allem, weil da auch Weltklasse-Stars wirklich am Werk waren, die ihr Handwerk verstehen. Wir haben vorher einen anderen Song gehört, der ein bisschen independent war. Da hat auch ein Mann und eine Frau zusammen gesungen. Aber beide mussten Kompromisse machen, weil der Mann konnte nicht so hoch singen, wo er eigentlich hin muss. Und die Frau musste ein bisschen tiefer singen, damit sie so in der Range ist vom Mann. Das war alles so kompromissbehaftet. Und dieser Song mit Lady Gaga, da war einfach, Mick konnte singen, was er wollte, und zwar genau da, wo er sich wohlfühlt. Und Lady Gaga ist das völlig schnurzpiepen, egal wo sie singen muss. Irgendwie, die singt dir das da oben, die singt dir das da unten, egal. Und die hat eine Power da reingebracht. Da sind wir wieder in der Frage gestern von Marc hier im Sound and Recording Podcast. Haben wir gestern auch noch gemacht, ne? Genau, ja. Arrangement ist Key, Fragezeichen. Ja. So, ja. Na, also Punkt. Es ist wirklich, du kannst, wenn du, wie du das gerade sagtest, wenn du hast jetzt ein Duett und beide sind halt irgendwie nicht an ihrer Kante und bringen die Energie nicht rüber, dann muss man sich vielleicht einfach überlegen, ist der Song in der richtigen Tonart? Ja, du musst eine Entscheidung treffen, dass man sagt, okay, wenigstens einer muss in seiner Wohlfühlzone zum Beispiel singen. Ne? Vielleicht hätten es ja auch beide gekonnt. Ja, ne? Und haben sich vielleicht noch nicht getraut. Genau, haben sich nicht getraut. Gerade dieses Problem kennen, glaube ich, auch viele, die sich selbst produzieren und selbst recorden, also die nicht nur der Künstler sind, sondern eben auch der Produzent und der Engineer und der hast du nicht gesehen, dass man sich dann vielleicht auch einfach gerade zu Hause im Büro oder im Schlafzimmer zu Hause, möchte man dann vielleicht auch nicht die Nachbarn dazu schreien irgendwie oder so, ne? Ja, oder man fühlt sich auch wohl, ne? Man ist ja auch gemütlich zu Hause und so weiter. Ja. Komm, jetzt nehme ich noch mal ein bisschen was auf. Aber eigentlich ist die Aufgabe, die Vincent ja neulich auch bei mir gemacht hat. Er hat mich einfach geprügelt dahin, wo ich einfach an meinem Limit singen musste. Also nicht drüber hinaus, aber knapp dran, weil da ist der Energielevel am höchsten. Mhm. Und wenn du zu Hause gemütlich im Sofa gesessen hast, ach komm, ich nehme noch ein paar Vocals auf, dann kommst du da nicht hin. Dann treibst du dich da nicht. Wenn man so schön sagt, muss man erstmal 20 Mal die Treppe rauf und runter rennen, einmal im Block. Ja, hilft. Ja? Kniebeugen, Liegestütze, sonst was, eben irgendwas, was dafür sorgt, kurz dass zum Bäcker, Puls über Quarkbällchen holen. Quarkbällchen, Apropos. Naja gut, wir essen gleich noch hier Franzbrötchen. Aber Puls ist auf jeden Fall eine wichtige Geschichte, dass man wirklich Energie reinkriegt in den Track, weil letztendlich gibt es eine alte Regel, you only get what you give. Also du kriegst nur das raus, was du haben willst, was du reinsteckst. Und auf der Bühne gilt es noch mehr. Du musst eigentlich 110% geben, um das Publikum überhaupt anzuschieben. Und das gilt natürlich auch für einen Track, den du aufnimmst. Das heißt, du musst auch Power beim Sänger hören. Und wir haben es ja gestern auch festgestellt, dass wenn die Power beim Sänger nicht ist, dann kann man das mit einem gewissen Anteil an Saturation reinzaubern. Saturation ist so ein Wundertool, mit dem man Energie in den Track reinkriegen kann. Ja. Ja, lass das mal so stehen. Früher wurde dann einfach die Röhrenmikrofone übersteuert, damit die Power da reinkam. Ja. Ne? Aber Verzerrung ist halt immer, das erklärt sich auch relativ zügig, wenn dir jemand direkt vor deinem Ohr stehen würde und er würde da volle Pulle reinbrettern, dann würde dein Ohr übersteuern. Du würdest richtig stark Verzerrung hören. Das heißt, unser Hirn hat sowieso irgendwann gelernt, wenn etwas stark verzerrt, dann muss es Energie haben und laut sein. Und das kannst du natürlich dann auch bei einem Vocal Track machen, indem du dann einfach da, was weiß ich, mit Saturn oder sonst irgendeinem Saturation Tool dann drauf gehst und ein bisschen Verzerrung rein. Es gibt natürlich auch noch andere tolle Saturation. Tausend andere. Tools. Kannst du auch den Fußbodentreter aus deiner DAW von Gitarrenverstärker nehmen oder das Ganze durch einen Marshall jagen und parallel dazu mischen oder wie auch immer. Aber diese Energie, die kann unser Hirn in dem Moment dann umsetzen und selbst wenn der Track relativ entspannt gesungen ist, kannst du mit Saturation ein bisschen mehr Power in den Sänger reinzaubern, als er eigentlich hat. Ist so. Man muss nur sagen, ich finde, ich habe das mal in einem Interview, ich glaube sogar, das war auch mit euch, Klaus und Marc, vor knapp 2 Jahren, ne, haben wir ja festgestellt, dass ich das schon mal im Podcast war. Da habe ich das, glaube ich, auch gesagt, wir sind jetzt in der Phase der SSL Fusion Mixer. Okay, so, was heißt das? Als ich dann plötzlich sehr, sehr viele Leute, ich habe gerade eben noch mit Frank auch über ein SSL Fusion noch gesprochen, werden ja viele kennen, dieses Gerät, relativ erschwingliche Hardware, knapp 2000 Euro und du hast im Prinzip 5 Tools in einem, ne? Du hast irgendwie, glaube ich, einen Filter vorne, einen Hyperslopers. Ja, also es ist halt irgendwie ein Mixbus oder Masterbus-Prozessor, wie auch immer, ne? Du hast einen EQ, also einen Low-Chef, einen High-Chef. Mhm. Du hast einen High-Frequency-Kompressor, also so ein bisschen De-Esser, ein bisschen Weichmacher obenrum, Entschärfer. Und dann hast du eben diese Drive-Geschichte, also Sättigung. Ja, ja, ja. Ne? Und ich fand das irgendwie erstaunlich, dass zu dieser Zeit, wo auch dieses Gerät rauskam, habe ich festgestellt, ich habe im Mastering auch immer relativ viel, also viel nicht im Sinne von 100%, aber ich habe immer ein bisschen Saturation subtil, genau, benutzt, ne? Zum Beispiel die Blackbox oder sowas, ein super Plugin, um so ein bisschen, genau von der Plugin Alliance oder eben Saturn oder Spectre von Waves Factory, mein Alltime
Favorite da in der Richtung. Dann habe ich irgendwann festgestellt, die Mixe, die kamen, waren irgendwie überdurchschnittlich total saturiert. Ja. Ne? Und, vor Mastering schon. Genau. Mhm. Und nicht nur eben die Vocals, um diesen Effekt zu erzielen oder so, sondern es war halt alles. Ja. Und da sind wir halt wieder bei dem Thema, ohne leise gibt es kein Laut, ohne weiß gibt es kein Schwarz und so weiter. Und die Dosis macht das Gift, ne? Genau, das heißt die Kontraste, also super, super Tool, generell halt Sättigung einzusetzen, um Dinge auch bewusst nach vorne zu holen. Für alle Studio One Nutzer habe ich gesehen, gibt es jetzt gerade ein Video, ob das jetzt nur, ich weiß gar nicht, ne, es ist ja nicht nur für Studio One Nutzer, aber es ist auf der Oberfläche, auf der Startseite von Studio One, kommt doch immer rechts diese News-Spalte oder wie sich das schimpft. Ja, wo Joe Gilder seine Videos auch genau, macht. Genau, und der, wie heißt der Kollege nochmal? Fällt mir gleich wieder ein. Wir kommen gleich drauf. Auf jeden Fall. Gregor, genau. Entschuldigung, Gregor Beierle. Gregor. Dankeschön. Das Entschuldigung, ist der falls Vorteil. Du das hier siehst. Ja, das ist der Vorteil, wenn wir mit Publikum aufnehmen, dann labern wir auch nicht so viel Quatsch, weil die korrigieren uns. Und ich muss mir nicht mal alle Namen merken, weil das machen die. auf jeden Fall gibt es da ein Video. Der Unterschied, ich meine, klar, wissen wir alle den Unterschied zwischen Saturation und EQ. Ja. Aber was ist denn der Unterschied beispielsweise bei einem Tool wie Saturn oder Spectral von Waves Factory? Ja. Erstens mal sieht das aus wie ein EQ. Ja. Ja, also gerade der Spectral von Waves Factory, wenn ihr den nicht kennt, unbedingt mal auschecken. Geniales Tool. Und dann machst du da jetzt quasi dein 3 Kilohertz Band und machst da halt 1 dB. Das sieht wirklich aus wie ein EQ. Ja. Aber du machst ja kein EQ da rein. Also das heißt, du boostest an der Stelle ja nicht diese Frequenz, sondern du saturierst diese Frequenz mit einem Q-Faktor, dB-Wert. So. Was ist denn wirklich der Unterschied? Und mit einer Soundcharakteristik so. Dazu, ne? Ja. Und ich greife das jetzt definitiv nicht vorweg. Mhm. Ja, dieses Video, das ist ja nur in Studio One verlinkt. Ja. Das Video gibt's bei YouTube, Presonus, was auch immer, wie die Seite dann heißt, checkt das mal aus. EQ versus Saturation oder wie auch immer, dass dann sich das Ganze schimpft. Was ist dann wirklich der Unterschied? Und ich glaube, dass viele da dann ein Anwendungsszenario finden, wo sie das vielleicht vorher gar nicht gefunden haben. Ja. Die gesagt haben, ich möchte unbedingt mehr Höhen reinbringen. Mhm. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel eine Vocal-Performance hast, die relativ dumpf ist. Ja. Ne? Zum Beispiel, was ich jetzt hier so höre, würde ich sagen, okay, das ist sehr, natürlich, dass wir auch sehr nah dran sprechen. Ein SM7. Ne? SM7. Aber wir haben den Trittschallfilter drin. Genau. Und wenn man jetzt sagen würde, man möchte das Ding jetzt aber klingen lassen wie ein total airy Kondensator-Mikrofon, wie auch immer, dann wirst du mit einem EQ irgendwann an die Grenze kommen, weil eben diese Frequenzen, die du ja boosten möchtest, die du hören möchtest, sind ja erstmal initial gar nicht da. Ja. Oder zumindest so weit unten, dass du viele Sachen hochholst, die du gar nicht haben willst. Mhm. Und wenn man dann eben zum Beispiel mit Saturation oder auch mit einem Exciter arbeitet, wir haben uns gestern noch im Auto auch über das Thema unterhalten, gerade Exciter, gibt ja diesen FX oder wie heißt die Firma? APHEX, glaube ich, geschrieben. Ja, AFX, ja, genau. AFX, genau, diesen ganz berühmten, gibt es ja von Wave und hast du nicht gesehen. Ja. Und natürlich auch da wieder, ne, die Dosis macht das Gift. Ja, Paracelsus ist überall. Ja, ne, oder es gibt ja auch ein kostenloses Tool von Slate Digital, das Fresh Air. Fresh Air haben wir gestern drüber gesprochen. Damit zumindest Tonschaffende mal ein bisschen frische Luft am Tag ins Studio bekommen. Kann auch das Fenster aufmachen. Genau, geht auch. Hat den gleichen Effekt. Nee, wenn du dann halt diese Frequenzen damit erzeugst oder verstärkst, im Prinzip, anders als beim Equalizer, erzielst du einen ganz anderen Effekt, als wenn du jetzt einen EQ nimmst und da 6 dB bei 10 kHz versuchst reinzudrehen. Definitiv. Ne? Also dieses Video ist auf jeden Fall super, super genial, was der Gregor gemacht hat. Unbedingt mal auschecken bei YouTube. Ja. Und Grüße gehen raus, Gregor. Ne? Ganz genau. Der war dieses Jahr gar nicht auf der Beatcon. Ich habe ihn nirgendwo bisher gesehen, tatsächlich. Wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, ich habe ihn auf der Superbooth, habe ich ihn kurz getroffen. Letztes Jahr habe ich doch Superbooth getroffen, aber geschenkt. Super Typ auf jeden Fall, macht die ganzen englischsprachigen Videos für Studio One. Ja. Super Typ, sitzt in der Nähe von Mönchengladbach, glaube ich, irgendwo. Ganz, ganz feiner Kerl. Und wir haben ja gestern über andere Dinge auch gesprochen im Auto. Wir hatten überlegt, welches Plugin wir für die Rubrik Plug-Influencer nehmen. Und ich hatte reingeworfen, ob wir uns noch an unser erstes Plugin, was wir uns gekauft haben, erinnern überhaupt. Oh, das wollte ich nur recherchieren, ne? Ja, wolltest du nochmal nachgucken. Aber wo du jetzt gerade über den Fusion geredet hast, ist mir dann eingefallen, dass mein allererstes Plugin, das ich mir gekauft habe, kein Plugin, sondern Plugin
Plattform quasi war. Das heißt, ich habe mir, damals gab es die Powercore-Reihe von TC Electronics. Das war im Prinzip das wie die DSPs von Universal Audio heute. Und da gab es halt dann auch diese TC-Plugins dabei. Und damit war quasi der Finalizer, den man ja damals nur als 19-Zoll-Gerät kaufen konnte, mit dem unser Mischer damals irgendwie große Erfolge gefeiert hat im Top-40-Bereich. Das war der Shit, genau. Ja. Konnte ich jetzt also mit dieser Powercore, konnte ich jetzt den Finalizer auf meine Mixe drauf. Ja, und natürlich habe ich den auf alles drauf gejagt, klang alles größer, geiler, super irgendwie. Natürlich nicht. Vor allem lauter. Natürlich nicht. Und es wurde definitiv nicht besser dadurch, weil, wie sagte unsere Oma mal, Kacke kann man nicht polieren. Ja, es glänzt zwar schön, es bleibt aber Kacke. Und der Mix war damals nicht gut und ob ich den durch den Finalizer geschickt hätte oder nicht, wäre egal gewesen. Ne? Aber da ist dieser magische Moment, ey, du hast den Mix fertig, irgendwie, du gehst dann zum Auftritt mit der Band, sagst zum Mischer hier, Alex, schmeiß mal rein, die neue Scheibe, der neue Hit, der macht das Ding über die PA an und du denkst so, oh, ich glaube, ich muss doch mal arbeiten gehen. Ich muss da mal, ne, los. Da hat der TC Finalizer nichts gebracht, aber deswegen war tatsächlich dieses Plugin wahrscheinlich das erste, was ich mir gekauft habe. Ja, ich habe ja gestern schon stark überlegt im Auto. Ja, und es hätte aber auch der Vocal Rider sein können von Waves. Also mein erstes Plugin war tatsächlich auch von Waves, aber ich meine, gut, jetzt haben wir ja wieder Schwarmoffensive. Schwarmwissen, wollte ich sagen. Okay. So, Entschuldigung, deutsche Sprache, schwere Sprache. Ja. Schwarmwissen. Das ist ein EQ, ein passiver Equalizer von Waves, der auch so eine tatsächlich schon EQ-Kurvendarstellung oben rechts hat, ist aber so ein Vintage-Ding, irgendwie, glaube ich, so Abbey Road-mäßig. Kennt das zufällig einer? Ich glaube, der heißt irgendwie R56 oder R... Kann sein, also... Hat schon jemand was gesagt? Alle schütteln mit dem Kopf, okay. Mit anderen Worten. Nein. Hast du das geträumt? Nein, es gibt... Ich bin mir ganz sicher. Vielleicht gibt es den nicht mehr, das kann natürlich sein, weil er war eigentlich auch... Ja... Was soll ich jetzt sagen? Ne? Er war jetzt nicht so gut. Ja, also zumindest hat er meine Mixe nicht in diesem Sinne verbessert, wie ich es mir erhofft hatte. Ne? Das war ja wie bei dir auch der Finalizer. Du hast gedacht, du kaufst dir den jetzt und wenn du den besitzt, wird es besser. Ja, aber das nein. Ist ja grundsätzlich ein Fehldenken, ja. Ne? Was für viele, wo wir uns, also wo du und ich uns auch immer noch, also und ich wette auch, das geht euch, die hier sitzen und auch unseren Zuhörern so, irgendwie ist dann doch das Marketing von diversen Sachen so gut, dass wir vielleicht mit mehr hinterfragen und mit mehr Wissen oder mit mehr Erfahrung, ja. Aber trotzdem uns erstmal ein bisschen in die Richtung so ein bisschen ziehen lassen. Und man denkt, guck ich mir zumindest mal an, ne? Ja. Schaue ich mir mal an, hole ich mir mal eine Demo oder wie auch immer. Das ist ja heutzutage der große Vorteil, dass man ja auch alles testen kann. Aber ich habe früher echt viel, viel blind gekauft. Ja, ich habe aber hier gerade, also das habt ihr nicht gesehen, aber hier ist gerade tatsächlich Warren Hewitt vorbeigelaufen von Produce Like a Pro. Und Warren hat mich inspiriert, eins meiner ersten Plugins zu kaufen. Das war dann der MV2, dieser Upward-Downward-Kompressor. Ach so, ja, von Waves. Waves, der wirklich super ist und den er... Da vorne steht er übrigens gerade. Also ich kann ihn sehen. Ihr könnt ihn jetzt gerade nicht sehen. Aber da vorne steht tatsächlich Magic Warren Hewitt. Steht, glaube ich, hier bei den Kollegen von Dangerous Music jetzt gerade. Nee, da vorne steht er gerade beim Catering-Stand auf der linken Seite. Aber geschenkt. Also wir können ihn sehen. Vielleicht schaffe ich es heute noch ein Foto mit ihm zu machen. Dann würde ich es einblenden. Aber ich will mich da jetzt auch nicht ranzecken. So, hallo, ich bin Super Jonas von Hast du mal ein Foto für mich? Nein, mache ich natürlich nicht. Wenn er wüsste, was du schon alles für die... Tonstudio-Welt in Deutschland geleistet hast. Du bist ja quasi du bist ja eine lebende Legende. Ja, häng mich nicht höher, als ich darf. Nein, aber der MV2 ist tatsächlich so ein Plugin, weil es einfach so simpel einzusetzen ist. Es ist einfach einer der Kompressoren, die schmeißt du drauf, oben ein bisschen runter, unten ein bisschen rauf, zack, sitzen die Vocals auf jeden Fall deutlich besser. Ich glaube, unter am letzten Podcast hat tatsächlich jemand gefragt, was wir von dem MV2 halten, wenn alles. Mich alles täuscht. Also, wenn er jetzt nicht von Waves wäre und ständig dafür sorgen würde, dass mein Rechner abstürzt, wäre alles gut irgendwie, aber... Endlich geht das Waves-Bashing wieder los hier im Podcast. Entschuldigung. Nein, wollte ich gar nicht. Nein. Aber übrigens, ja. Mein Lieber, wir müssen ja ein bisschen gucken, dass wir eine ganz wichtige Sache nicht vergessen. Ja, unsere Rubrik. Unsere Rubrik, nämlich die Rubrik Plug-in Blue and Sound. Und worüber reden wir denn heute? Wir reden heute über witzigerweise ein Saturation-Tool, ne? Na, surprise, surprise. Wir haben tatsächlich gestern gebrainstormt, worüber wir reden sollen irgendwie. Und übrig geblieben ist der Oxford Inflator. Genau, Sonox. Ja, also ein Plugin, was aussieht, als wenn es aus dem letzten Jahrtausend käme. Ist es kommt auch. Es auch. Sieht auch genauso aus, bedient sich auch so, aber es macht Dinge. Die es hat eins, coole zwei, Dinge. Drei, vier Schieberegler und drei
Buttons. Mehr gibt es nicht. Und ich habe ihn zuletzt, ich besitze das Tool, setze es nicht so oft ein. Ich habe es aber neulich wieder, als wir bei Vincent im Studio gewesen sind, und Vincent mischt alles in den Inflator rein. Und zwar volle Pulle, weil Vincent hat ein Motto, das heißt, wir müssen mehr vom Körper wegmischen. Also mit dem Fader immer vom Körper wegmischen. Wenn du möchtest, dass was ein bisschen lauter wird, immer schön vom Körper wegmischen. Ja, dann muss man sich einfach mal trauen. Ja, genau. Und, wenn Vincent eins macht, dann traut er sich und haut das ganze Ding wirklich stumpf in den Inflator rein. Also falls ihr euch gefragt habt, wie die Toten Hosen diesen fetten Sound hinkriegen, unter anderem, weil Vincent seinen Mix einfach mit aller Gewalt erstmal in den Inflator reinballert, bis der, wie laut machst du es denn? Ja, bis der hier so 6 zittert irgendwie, dann kann ich 6 wieder rausnehmen und dann jagst du danach durch den Limiter. Alles klar, irgendwie. In dem Sinne, die roten Lampen habe ich auch bezahlt. Die genau, auch das auf jeden Fall. Was super cool ist, weil das irgendwie verschiedene Unebenheiten im Mix durchaus kompensieren oder kaschieren kann. Also wenn du dann mal den Inflator runternimmst, Die letzte Version, die du mir geschickt hast von dem Song, denn die war den ohne Inflator. Also nicht die, sondern das Master, was du mir von Vincent geschickt hast. Der finale Mix, genau. Hatte, glaube ich, eine Integrated Lautheit von -5,2 LUFS und ich glaube eine Short Term von -3,9 oder ja, so. Ja, was denn? Ist der Song dadurch schlechter geworden? Ja, weil da so viel, meiner Meinung nach, mehr Distortion drin war als... alles gut. Ist wirklich auch soundästhetisch einfach eine Frage, ob man das möchte. Absolut, ne? Da sind wir bei dem Thema auch, weil der Inflator macht Sound. Genau, der Inflator, um das mal kurz zu erklären für alle, die das nicht kennen. Also wie gesagt, ganz kurz erklärt, es hat 4 Schieberegler und 3 Buttons. So, fangen wir mit den Buttons an. Du kannst den ein- und ausschalten. Du kannst also den Effekt ein- und ausschalten. Du kannst einen Clipper einstellen, der dann eben im Eingang das Signal bei 0 dB soft clippt. Mhm. Ja. Und du kannst zwischen 2 Modi wählen, zwischen Full Band und Split Band. Ja. Und ich finde, das ist ein richtig, also das ist eigentlich die volle Magie von diesem Tool. Was macht der? Das ist irgendwie eine Mischung aus Saturation, also die Lautheit, die gemittelte Lautheit, die Energie wird erhöht, ja. Ohne aber Kompressionsverhalten, also findet keine Kompression statt. Also der ganze Mix wird dichter einfach durch das Ding, ne? Genau, beziehungsweise das, was an Kompression stattfindet, ist eine Upward Compression, also quasi das Anheben von leiseren Elementen, und gefühlt erhöht sich aber sogar die Dynamik, wenn du es hörst. Also es macht... Wie gesagt, es macht Dinge. Ne? Genau. Also es ist nicht zu 100% zu erklären. Die Sachen stehen wieder auf, die mal am Boden lagen, kann man sagen. Ja, ja, du kannst auch ein Drumset damit richtig beleben. Getting alive, ne? So, genau, ne? würde der Engländer sagen, genau. Und wenn du eben diesen Modus Full Band wählst, dann, das finde ich halt wirklich krass, analysiert er das Signal nicht, sondern nimmt das, was reinkommt. Ja. Ich habe das gestern so schön visuell beim Autofahren auf der A1 irgendwo ja gezeigt. Ne? Also alles, was keine so, Hand am Lenkrad, einfach nur am Fahren. Ja, das ist ja heutzutage, die Autos, die können das ja alles. Ne? So, also alles, was da reinkommt, mehr oder weniger, kommt auch so wieder raus. Das heißt, du änderst jetzt nicht die Balance, die Frequenzbalance großartig. Du kannst es aber machen, indem du halt auf Splitband gehst. Und was macht er dann? Und ganz genau weiß man es nicht. Also es ist wirklich, wenn es, also in dem Manual oder ich glaube, selbst wenn du die Jungs von Sonox fragst, sagen die wahrscheinlich, naja, der das programmiert hat, der weiß das. Aber der lebt nicht mehr. Es ist zumindest ein sehr, sehr gut gehütetes Geheimnis, sagen wir es mal so. Ist ja auch egal. Also, vielleicht habe ich aber auch nicht gut genug recherchiert. Ja, also man kann damit tatsächlich Sachen auf jeden Fall beleben, man kann damit Sachen dichter machen, man kann damit klippen auf jeden Fall, dass du Peaks abfängst. Ganz kurz noch zu dem Splitband, ne? Weil Splitband, was es definitiv macht, ist, es schaut sich das Frequenzspektrum an. Ja. Na, das heißt, wenn du beispielsweise jetzt einen Mix hast, der super, super, super viel Low-End hat, dann analysiert er das Signal und würde das frequenzmäßig so ein bisschen eher in die Mitten, in die Höhen verlagern. Das heißt, wie so ein Tilt-EQ oder was? Nee, das, was er hinzufügt, fügt er dann weniger im Bassbereich, der schon sehr, sehr stark vorhanden ist, hinzu und verschiebt sich eben mehr auf die Bereiche, die dann nicht so prominent sind. Okay, alles klar. Wenn du drüber fährst mit der Maus, dann steht da irgendwie halt, wenn du Bereiche hast, die halt sehr, sehr stark, sehr, sehr prominent sind, dann werden die dadurch weniger verstärkt als die nicht so prominenten Bereiche. Das heißt, da muss irgendeine Art von Analyse, von Frequenzanalyse stattfinden in diesem Plugin, was dann dafür sorgt, dass dann grundsätzlich halt die Energie in den nicht so stark vertretenen Frequenzbereich. Schade, dass sie damals den Begriff AI noch nicht dafür hatten, sonst hätten sie das damals auch schon so verkaufen können, wie heute jeder Shit mit AI irgendwo dann an die Wand geworfen wird und gesagt wird, ey, das macht das alles besser. Das Werkzeug AI ist ja ein schönes Ding irgendwie, aber da ist es einfach eingebaut, dieses Analyse-Ding, ne? Ich weiß, wie gesagt, also man kann nicht ganz genau sagen, was jetzt genau dieser Punkt ist, was da passiert. Ganz ehrlich,
ist mir auch vollkommen wurscht. Hauptsache es macht das, was es soll, genau. Ist mir vollkommen wurscht, genauso wie nach welchem 1176 ist jetzt das Plugin da emuliert oder so. Das juckt mich nicht, weil das sollte auch keinen jucken, ja. Außer er schreibt eine wissenschaftliche Abhandlung darüber, weil letzten Endes ändert's ja nichts, ne? Entweder das passt oder das passt nicht. Und so ist es beim Inflator auch. Übrigens nicht nur ein Mastering-Tool. Ne? Also bloß nicht denken, das ist jetzt irgendwie nur Mastering vorbehalten, sondern das ist auch super, super, super stark auf Einzelspuren oder auf Gruppen. Auf Gruppen, ja, genau. Ne? Deswegen habe ich mich gerade gefragt, weil ich ja gesagt habe, der Inflator macht Sound. Mhm. Ne? Wie stark ist denn der Einsatz dann im Mastering, wo man ja eigentlich nicht dafür bezahlt wird, Sound zu machen, sondern Sachen auszunivellieren? Ja, also ich finde tatsächlich, dass der Inflator gar nicht so viel Sound macht, wie du das sagst. Ich hab das schon gedacht. Also okay, alles klar. Ist vielleicht auch eine Frage der Dosis wieder mal. Ich wollte gerade sagen, genau, ne? Also du hast ja neben dem Input und Output hast du ja zwei Schieberegler noch in der Mitte. Das ist einmal Effekt, also wie viel du da wirklich reinschiebst von 0 bis 100. Und daneben gibt es ein Ding, das heißt Curve, also Kurve. Ja. Ne? Da steht Default auf 0 und das ist die ausgewogenste Art, das Plugin zu benutzen. Okay. Ja? Wenn du da sagen wir mal mit irgendwie 10, 12, 15% reingehst, bin ich der Meinung, dass der jetzt nicht wirklich viel Sound im klassischen Sinne, also Soundänderung macht, sondern vielmehr gerade in dem Full-Band-Modus, nimmt ihr halt das ganze Signal und irgendwie wird es ein bisschen lebendiger, es wird lauter, ja, aber ohne, dass die das Peak-Level jetzt unheimlich in die Höhe. Ich merke auf jeden Fall schon, dass ich das Ding dringend mal wieder aus der Mottenkiste rausholen muss und mal wieder häufiger einsetzen Absolut. Muss. Ja. Absolut. Also lohnt sich auf jeden Fall, vor allem auch mal gerne, wenn ihr den schon habt. Kann ja sein, ne? Den gibt es sowohl bei Universal Audio, den gibt es nativ für Apple-User auch, ne? Ja. HDX und gibt es bei der Plugin-Boutique ganz häufig auch mal im Angebot. Bleibt es ja wieder Black Friday. Black Friday steht ja schon vor der Tür, genau. Genau, da kriegt man den auch mal irgendwie für. Black Friday. Eieiei. Das kann man mit diesem Mikrofon kann man das machen. Wir haben ja sonst immer so Headsets drauf. Dass wir sonst nicht mit dem SM7 aufnehmen. Ich mach das nochmal. Ganz neue Black Sachen. Black Friday. Oh. Schon. Oh, der Mann mit dem Gunsch in der Stimme. Ja. Wir driften ein bisschen ab. Okay, alles klar. Lass uns doch abdriften. Ich möchte komplett ausfinden. Ja, Kaffee ist tatsächlich alle. Hast du dir schon überlegt, wie wir das T-Shirt verlosen eigentlich? Ich habe gedacht, ich laufe gleich rüber zu Warren Hewitt und drücke ihm das in der Hand. Da muss er halt seine britische Weste ausziehen. Das Marketing. Ding aber drüber ziehen. Mal gucken, ob er da Bock drauf hätte. Ich glaube nicht. Das ist der Marketing-Jonas wieder. Apropos Warren Hewitt. Ich habe gestern auch jemand völlig anderes hier getroffen, nämlich Christian Kohle vom Kohlekeller-Studio. Und es war mir eine ganz große Freude, ihn endlich mal persönlich kennenzulernen, weil Christian macht so geile Videos, englischsprachig, also für alle Leute, die nicht der englischen Sprache mächtig sind, ist es vielleicht ein bisschen schwerer zugänglich, aber der Mann hat einfach auch richtig Cojones Geschmack, macht harte Rockmusik irgendwie in seinem Studio und er hat mich damals auch darin bestärkt, meinen Odyssey-Kopfhörer zu kaufen, weil ich habe ein Video von ihm gesehen, wo er beschrieben hat, wo er den Odyssey zum ersten Mal auf dem Kopf gehabt hat und er hat in diesem Video genau das beschrieben, was ich empfunden habe damals, als ich den das erste Mal gehört habe und habe gedacht, okay, alles klar, wenn Christian das sagt, dann bin ich voll dabei und habe es dann riskiert und auch bis heute ja nicht bereut. Müssen wir gleich auch noch hin zum Odyssey-Stand. Ich möchte diesen sauteuren Kopfhörer noch hören von denen, damit ich weiß, wo ich meinen nächsten Urlaub nicht hinplane. Den Kopfhörer kaufe. Nein, Quatsch, Unfug. Ich bin gut zufrieden, ich würde es trotzdem gerne mal hören, einfach was da noch der Unterschied ist. Wenn du dann mit deinem neuen Odyssey-Kopfhörer und dem neuen AEA-Mikrofon demnächst vor der Kamera sitzt und den Leuten erzählst, ihr braucht kein teures Equipment, um Musik zu produzieren. Genau. Muss ja immer glaubwürdig bleiben bei der ganzen Geschichte. Das ist ne? Gute Musik braucht definitiv. Oh Gott. Ja, ist ja auch immer doof, dass der Jonas muss ja immer dann, wenn er seine Videos produziert, dann geht er ja immer in seine Garage, wo sein Studio ist, ne? Und nebenan ist ja so ein 1000 Quadratmeter Studio mit allem Zwippi und Swappi, wie man so schön sagt, ne? Ja, vor allem kauft mir demnächst keiner mehr ab, was mein Lieblingsmikrofon ist. Welches ist mein Lieblingsmikrofon? Moment, warte, ich weiß es. War das Rode NT1 ohne A hinten dran? Nein. Nee. Das Shure SM57. Ah. Ist der Allrounder von allen Mikrofonen. Kannst du jeden Scheiß mit aufnehmen, es ist immer gut. Hast du schon mal gemacht? Ein Song nur mit SM7? Ja, habe ich tatsächlich. Hast du, ne? Ja, genau. Habe ich komplett mit einem Mikrofon aufgenommen, mit dem SM57. Und es ist auch eins der berühmtesten Mikrofone. Ich meine, davon ab, dass es schon seit 60, 70, 80 Jahren auf dem Markt ist oder so, sieht man es ja immer, wenn Präsident Biden da steht, dann hat er das, das ist ja das POTUS-Mikrofon, so heißt es ja. Ne? POTUS, die Abkürzung für President of the United States. Das POTUS-Mikrofon steht dann immer doppelt vor ihm und hat dann diese Winkelstecker hinten dran. Mhm. Und da kann man dann dieses Mikrofon immer im Einsatz sehen, eben mit diesem Aufsatz auch. Und die Kapsel soll ja ähnlich der sein, in die wir jetzt gerade reinsprechen vom SM7. Ja. Wobei wir da auch ja eine Neuigkeit gesehen haben bei Shure. Du hast es gesehen, glaube ich. Nee, ne? Ich habe das gar nicht gesehen. Wir waren ja gestern Abend noch
aus. Griechisch essen. Genau, wir waren erst beim Griechen. Das war, yes. Das war sehr, sehr gut. Ja, vor allem hatten die guten Uso. Die hatten den Plomari da. Den kann man, das ist der einzige, einer der wenigen Usos, die man in Deutschland im Supermarkt kaufen kann und genießen kann. Selbstverständlich. Für meine richtig guten Freunde. Uso 24, also zwei ja, genau. Uso 12 Doppelter. 24-7, hast du 24-7 Kopfschmerzen danach. Genau, und dann waren wir ja noch in der Ratsherrenklause, habe ich glaube ich eben schon mal gesagt, also wirklich ein toller Laden. Ehrlich. So eine richtige Kneipe. Das darf man gar nicht sagen, das war eine Raucherkneipe. Ja, wir kamen ja da rein und ich war direkt wieder 40 Jahre zurückgeworfen, irgendwie in meine Jugend. Ja. Jukebox gab es auch. Abgefahren, es gab so eine Drückermaschine an der Seite, wo die 20er reingeschmissen haben und sich so Rädchen gedreht haben und so. Es stank nach Qualm und ich habe gedacht, boah, das ist wie früher. Und als ich heute Morgen aufgestanden bin und meinen Pullover gerochen habe, da war auch alles wie früher. Und ich gedacht, den kann ich eigentlich nur verbrennen, diesen Pullover, denn was anderes ist nicht drin. Naja, und dann hatten wir beschlossen, dass es jetzt dann auch mal Zeit fürs Bettchen ist. Ich bin ja schon fast in der Kneipe eingepennt, von daher. Ich hatte nur 4 Stunden gepennt vorher. Genau, das lag nicht an den Getränken, die Nein. gereicht wurden. Und dann sind wir, das ist direkt neben unserem Hotel, muss man sagen, dann sind wir ins Hotel in der Hoffnung, eventuell doch noch so ein, also ich wollte mit der Tina, die ja auch hier ist, hallo Tina, wollte ich noch ja, so ein leckeres Getränk zu uns nehmen. Allerdings hatte die Hotelbar beschlossen, ungefähr 2 Minuten vorher zu schließen. Die Hotelbar, von der du behauptet hast, dass die 24-7 aufhat? Nee, Moment, das war Tina, das war ich. Ach so, irgendwer hat behauptet, die Hotelbar hätte durchgängig auf, genau. Deswegen haben wir uns auch nicht beeilt. 24-7 hieß es. Ja, ne? So also, heißt die Bar. Also Name war nicht Konzept. Bei uns ist 24-7. Achso, wie lange habt ihr denn offen? Ja, bis 8, ja. Ja, genau. Auf jeden Fall kriegten wir kein Getränk mehr und dann, ja, sind dann alle so irgendwie Richtung Bett gegangen und dann der Frank war auch noch mit dabei. Wir haben beschlossen, komm, wir gehen nochmal kurz an die frische Luft und rauchen nochmal oder ziehen nochmal an unseren Dampfautomaten. und dabei haben wir dann zwei nette Menschen kennengelernt. Ein Kollege von Schur, der auch hier eben auf der LeadCon quasi direkt hier angeschlossen sozusagen an die Studioszene am Stand ist und ein Kollege von DB Technologies, der für RCF, also RCF okay, Lautsprecher tätig ist. Und die beiden Jungs waren gut drauf. Ja, eigentlich haben sie mir auch versprochen, dass sie zum Podcast kommen wollen, eigentlich. Ja. Aber gut, wahrscheinlich haben sie gerade am Stand zu tun. Und wir konnten eigentlich gar nichts machen und es gab anscheinend noch einen Kühlschrank in der Lobby, der nutzbar war. Ja. Und es flogen dann mal schnell so ein paar Flaschen Astra relativ tief. Ja. Ja. In und deine Hand quasi rein. Ups. Ich konnte nichts machen. Ja. Ich konnte gar nichts machen. Ja, was soll man denn da machen? Wäre ja auch unfreundlich gewesen, nein total, zu sagen. Ja. Und bei dem ein Bier ist es dann auch fast geblieben, wenn dann nicht noch das andere. Ja, also war noch ein bisschen länger. Auf jeden Fall habe ich mich mit den Kollegen natürlich unterhalten und was ich nicht wusste, wir sprechen übrigens gerade genau in ein solches Mikrofon rein, nämlich nicht in das normale SM7B, sondern in das SM7DB. Okay, habe ich gar nicht gemerkt. Ja, habe ich gerade auch zufällig gesehen, als ich da dachte, was ist denn da Grünes? Und ich hatte noch gedacht, wo sie wohl den Cloudlifter versteckt haben, irgendwie, um die Dinger laut zu machen, weil ein SM7 ist ja tendenziell eher ausgangsschwach. Genau, und das ist tatsächlich jetzt das neue Mikrofon. Ne? Das ist völlig richtig und das Schöne ist, der Preamp steht jetzt nicht auf 4 Uhr, sondern auf 9:30. Das war der Klaus von der Technik. Aus dem Off. Ja. Genau. Der Klaus aus Wahnsinn. Dem Off. Und der hat mir das dann erzählt und ich dachte, das wäre total bahnbrechend und hab das heute Jonas erzählt. Jonas, ich hab was gehört. Schuhe hat jetzt hier ein neues Mikrofon. Und Jonas sagt, ja klar, weiß ich. und ich dachte, oh Mist, ich hätte ich nenne jetzt es hier, Newsletter. Ich hätte jetzt, ja. Als Mastering-Engineer habe ich mich jetzt nicht bei so vielen Mikrofonherstellern im Newsletter angemeldet. Ich fand es interessant, weil ich bin ja Besitzer eines SM7 ohne B, also die erste Variante noch, das Ding, über das Michael Jackson 99% seiner Sachen eingesungen hat. Und das ist ja tendenziell wirklich ausgangsschwach. Ne? Ich habe zwei sehr, sehr ausgangsschwache Mikrofone, einmal das SM7 und mein altes U87 aus den sieben. Ja, ist das wirklich so ausgangsschwach? Total, mein U87 hat null Power irgendwie. Okay. Und an beiden betreibe ich halt ein Fathead dran. Mhm. Und den gibt's nämlich auch, den Fathead Phantom heißt der. Dann kann man dann halt auch Phantomspeisung durchschicken dann fürs Großmembranmikrofon. Mhm. Seitdem lebt mein U87 doppelt auf. Cool. Und am SM7 nehme ich super gerne den Fathead Germanium. Der hat nämlich einen Germanium-Transistor drin. Der macht noch ein bisschen mehr Sound. Der ganze Sound wird noch ein bisschen griffiger. Fühlt sich zumindest so an. Und ich habe mir aber in dem Zusammenhang immer schon die Frage gestellt, die bei Shure wissen das doch, dass das Ding so wenig Power hat. Warum ändern die das nicht? Und jetzt haben sie es geändert. Jetzt haben sie tatsächlich einen Vorverstärker, einen Cloudlifter eingebaut oder sowas ähnliches. Ich glaube, es ist auch eine Kooperation mit Cloudlifter, wenn ich das richtig gelesen habe. Ich weiß es nicht. Der Entwickler hat auf jeden Fall da auch Klaus, ein Video mal zu machen. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß nur,
du kannst zwei Verstärkerstufen einstellen, ich glaube 28 dB und das andere war, keine Ahnung, 16 oder sowas. Okay. Ja, aber okay. Also schön. Es steht zumindest nichts drauf, glaube ich. Nee, ich hatte es, glaube ich, in diesem Newsletter gelesen tatsächlich, dass da die Cloudlifter-Technologie oder von irgendeinem renommierten Anbieter auf jeden Fall, die da reingeflossen ist und die das da eingebaut haben. Mir gefällt haben. Das gut, dass wir, also Klaus, könntest du dir vorstellen, bei unserem Podcast häufiger mal so aus dem Technik zu machen? Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Auch so, weißt du, so parallel an Google sitzen, wenn wir wieder irgendwie was erzählen, wo wir nicht ganz genau wissen. Wenn mir mal wieder Gregors Name nicht einfällt oder so. Ja, genau. Wie hieß er nochmal? Kannst du mal eben googeln? Natürlich. Kaffee noch kurz reinreichen. Perfekt. Ja, also dann zieh aber eine schöne Schürze an und lackiere dir die Fingernägel bitte noch. Aber also. dafür haben wir ja auch Franzbrötchen mitgebracht. Okay, das haben wir auf jeden Fall gemacht. Aber was auch toll ist, was mir übrigens auf der Schülerszene auch super gefällt, um das Thema mal nochmal auf ein anderes Aspekt zu machen. Ich weiß, worauf du hinaus willst, oder? Weißt du nicht. Nee? Nee, ich glaube nicht. Okay. Pass auf, wir machen zwei. Ich erzähl mal und du sagst mir, ob es das oder war. Oder wir machen 3, 2, 1 und dann sagen wir beide das Wort, um das es geht. Ja. Okay, 3, 2, 1, Kaffee. Klassentreffen. Hat nicht geklappt. Nein, ich wollte sagen, dass wir hier, also wir haben natürlich hier Kaffee bekommen, im Gegensatz zu BeatCon neulich. Im letzten Podcast haben wir ja gemeckert, dass es auf der BeatCon keinen Kaffee gab. Ja, der Titel für diesen Podcast heißt dann Studioszene, es gab Kaffee. Genau, so. Und kein Atmos. Ganz genau. Dass wir Klassentreffen hier haben. Es sind ganz viele Premium-Mitglieder hier vom Recording-Blog, wo ich mich total darüber gefreut habe. Wir vernetzen uns, wir treffen uns, wir können uns mal anfassen und mal ein Gefühl dafür kriegen, wie groß wir wirklich sind oder wie klein oder wie echt oder wie knuddelig. Wir sind alle sehr knuddelig hier und haben uns einfach gefreut, hier mal wieder zusammenzutreffen und das knuddelig. Knuddelig. Achso, ja klar. Eigentlich ist das richtige Wort schnuddelig. Schnuddelig. Weißt du, wo das herkommt? Nee. Es gibt eine Walt Disney-Verfilmung von Robin Hood, die klassische Verfilmung. Mhm. Und die Synchronisation von dem König ist von Sir Peter Ustinov gemacht worden. Aha. Und der ist schnuddelig. Verrückt. Ja. Also es ist noch Bildung, viel Bildung auch hier am Start. Ich muss sagen, gestern Abend war vor allem das Gesprächsthema, wenn es nicht um Musik oder um Tontechnik ging, ging es eigentlich zu 99% um Griechenland. Ja, natürlich. Es gibt denn schönere Themen, als über Griechenland zu sprechen. Ich habe gestern so viele harte Facts über Griechenland. Ich hatte gedacht, dass du deinen Urlaub schon gebucht hast. Ja, genau. Ich weiß halt nur noch nicht wo, weil auf Kreta gibt es kein Tzatziki mit Gurken. Da mag ich aber ja eigentlich. Ne? Und aber auf Kreta gibt es auch Saganaki, mag ich auch. Ne? Ja. Den gibt es auf Sakuntas aber auch. Also ich muss das nochmal filtern. Wenn wir vielleicht auf der Rückfahrt können wir dann gucken, dass wir über einen Reiseanbieter direkt... Mach doch einfach beides. Ich mache einfach beides. Ja, mach doch einfach beides. Was hält dich ab? Ich habe mich eben mit dem Kollegen, lieben Kollegen Till aus Berlin, liebe Grüße, der auch hier rumläuft, unterhalten und festgestellt, warum ich so selten im Urlaub bin. Ja. Weil ich so komische Geräte in meinem Studio habe, die ungefähr so viel kosten wie 10 Urlaube. Die dürfen nicht einfrieren oder was? Ja, und wenn die zu lange nicht laufen, dann sind die auch traurig und dann funktionieren die nicht mehr gut. Kenne ich von meinen Gitarren, die werden auch manchmal traurig, wenn ich die nicht lange genug spiele. Ja gut, aber du bist ja dauernd in Griechenland. Nimmst du die dann mit, oder? Ich habe mal meine Gitarrele immer dabei, die kleine. Ja, ja. Die ist super. Sehr schön. Ja. Übrigens gab es ja letztes Mal, fällt mir gerade ein, wo wir, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, zuzuhören, an diesem launigen Donnerstag, also für uns ist es ein sehr launiger Donnerstagnachmittag hier auf der Studioszene, dann werdet ihr vielleicht auch letztes Mal den Podcast auch schon geschaut oder gehört haben. Mhm. Und da hast du ja ein wunderschönes Limerick für mich verfasst, beziehungsweise vorgetragen. Und da haben wir ja gesagt, wenn es da ein besseres Limerick noch gibt oder ein ganz tolles Limerick gibt, dann haue ich irgendwas raus, ne? Dann verlose ich irgendwas oder verschenke irgendwas. Tatsächlich habe ich mir die Sachen durchgeschaut noch eben. Und? Bisher hat mich noch nichts so richtig überzeugt, ohne euch da jetzt was Böses zu wollen. Okay, Leute, bleibt dran. Also wenn ihr das toppen könnt, was ich das letzte Mal gemacht habe. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch zusammenkriege. Ich werde das nochmal weiter beobachten. Irgendwie. Okay, vielleicht schreibe ich es einfach in den ersten Kommentar unter dieses Video drunter. Da steht dann der Limerick nochmal drin. Das heißt, glaube ich, der Limerick. Der Limerick heißt es, glaube ich. Den schreibe ich dann nochmal rein. Und ihr könnt ja dann mal rumtexten, ob das vielleicht noch ein bisschen besser wird oder schlechter oder so. Und dann gucken wir mal, was da beim nächsten Mal rauskommt. Ganz genau. Und jetzt hast du dir jetzt überlegt, wie wir das mit dem T-Shirt jetzt machen eigentlich? Nee, oder? Ich habe mir sogar noch nicht mal einen Endspruch ausgedacht. Noch nicht mal einen Endspruch ausgedacht. Also das finde ich jetzt ein bisschen schwach. Ich bin schlecht vorbereitet. Ich habe aber den ganzen Tag auch schon so viel geredet, dass ich tatsächlich festgestellt habe, ich glaube, heute beenden wir den Spruch einfach mal, den Podcast ganz normal mit einem Tschüss. Tschüss, weil in Hamburg sagt man Tschüss. Ich glaube, wir beenden den Podcast heute ganz anders. Ich komme mal zum Klaus rüber. Der hat noch nicht böse geschaut bisher. Ne? Das ist gut. Da können wir noch weiterreden, Das ist doch gut. Ich habe mir jetzt was überlegt. Es wird bahnbrechend werden. Ja, also ich sitze.
Genau, der Vorteil ist ja, der Klaus hat da ja so ein wundervolles Mikrofon noch liegen. Und der Vorteil von einem Podcast mit Menschen, mit Publikum, mit anwesenden Menschen, ist ja einfach, dass man auch mal sagen kann, schön, dass ihr da seid, das freut uns sehr. Das ist übrigens so. Das ist wirklich so. Und wenn ihr eine Frage habt an den lieben Jonas oder an mich oder an uns beide, die ihr unheimlich gerne beantwortet haben möchtet und vor allem, jetzt kommt das Beste, ja, ja dann auch live im Podcast, ja, hören also könnt, im Podcast, ja, genau, natürlich dann auch, ja, für alle anderen Hörer beantworten. Vielleicht lassen wir den Leuten noch 5 Minuten Zeit, drüber nachzudenken und reden noch so ein bisschen und dann können wir gleich das Mikrofon rumgehen. Dann wird es zeitlich knapp, wir haben nämlich noch 6 Minuten Zeit. Aber wir, okay, haben noch 6 Minuten, dann lass uns doch mal schauen. Und ich kann euch so versprechen, also wir haben ein T-Shirt zu verlosen, ne? Also das Björn wird nicht zögern, das T-Shirt heute noch zu verlosen. Ich werde zur Not auch mein eigenes T-Shirt noch verlosen. Oha, jetzt kriege ich aber Angst. Das machen wir dann aber hinterher, nachdem ich Nein, die Kamera ausgemacht habe. Keine Sorge, hat, ihr braucht jetzt nicht ausschalten. Ich werde oben rum bekleidet bleiben, ja, keine Sorge. Nee, gibt es denn Fragen oder Anmerkungen, Nöte? Sonstiges. Ah, guck mal, da zeigt schon jemand auf. Ja. Sehr schön. Moin, moin. Moin, moin. Moin. Genau, ich heiße Sabrina und ich habe mal eine Frage. Ja, leg los. Und zwar würde ich gerne von euch wissen, wann wusstet ihr in eurem Leben eigentlich, dass es Mixing gibt tatsächlich und dass ihr ja in eurem Leben Mixer werden wollt? Was war so der ausschlaggebende Punkt, wo ihr sagt, wow, Mixen, das finde ich echt mega krass, das möchte ich unbedingt in meinem Leben machen? Gute Frage. Ich fange an. Ich bin ja Musiker im Herzen und im Kern. Das heißt, ich habe immer mich schon damit auseinandergesetzt, Musik selber aufzunehmen. Auf der Bühne habe ich natürlich auch gestanden, aber da war ja jemand am Mischpult dran, der hat das FOH gemacht, oder ja, das Front of House. Aber mein Startpunkt war im Prinzip so eine Art Kassettenrekord. Ich konnte mit einem Computer 2 Spuren aufnehmen, also eine Spur aufnehmen und die andere dann drüber. So, also es ist so ein Stacking, ne? Und es wurde nicht besser mit der Zeit, aber das war schon so eine Art Mixing. Man musste lauter oder leiser spielen, wenn man so ein bisschen mixen wollte. Dann gab es irgendwann halt DAWs und wenn man Songs aufnehmen wollte, kam man automatisch zum Mixing. Aber tatsächlich drüber nachgedacht, über das Mixing selber, auch als Berufung, nenne ich es mal, bin ich tatsächlich erst vor 10 Jahren wirklich, als ich gedacht habe, okay, jetzt muss ich so viel Musik selber aufnehmen, einen Mischer bezahlen kann ich nicht, also muss ich mir irgendwie selber drauf schaffen. Jetzt war aber genügend musikalische Vorbildung schon da und vor allem Geschmacksbildung. Wir haben gestern im Podcast auch darüber geredet, dass die Basis von gutem Mischen vor allem ist, dass du geschmackssicher bist. Das bedeutet, dass du ganz, 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 ganz viel Musik gehört hast und zwar analytisch gehört hast. So, dass du also nicht einfach gesessen hast und Musik gehört hast, sondern nach verschiedensten Aspekten gehört. Das reden wir immer wieder drüber, dass es ganz wichtig ist, Musik zu hören. Das hat 2 Aspekte. Zum einen, wenn du das in deinem Studio machst, da wo du Musik abmischt, weißt du, wie Musik da zu klingen hat, schon mal von Vorteil. Zum zweiten, brauchst du nicht mehr ins Auto laufen. Brauchst du nicht mehr, genau. Und zum zweiten hast du halt schon verschiedenste Aspekte, Dynamikstufen, sonst was, irgendwie Lautstärkeverhältnisse zwischen verschiedenen Instrumenten, alles schon mal durchanalysiert. Du weißt, wie laut eine Snare und eine Bassdrum in einem Foo Fighters Song ist oder bei Capital Bra oder bei sonst was, irgendwie, was da deine Musik ist, keine Ahnung. Kannst du auf jeden Fall das alles beurteilen, weil du da geschmackssicher bist. Das geht aber nur, wenn du extrem viel Musik gehört hast. Kurze Antworten können wir gut, ja. Nee, kann ich nicht. Aber, um wieder auf die Frage zurückzukommen eigentlich. Die Antwort ist ja, nein. Nein, es, die Antwort ist 10 Jahre. Aber viel Musik machen ist einfach, und irgendwann kommt es dann automatisch. Es war jetzt kein Initialmoment bei mir. Ich meine, du bist ja auch Musiker im Kern. Also, ja, bei mir ist es ähnlich gewesen. Im Prinzip, wenn du da Musik machst und irgendwie in einer Band spielst und so, willst irgendwie eine Demo machen, so, dann hast du, wir haben die ersten Demos mit dem MP3-Player-Diktiergerät-Funktion im Proberaum. Irgendwie haben dort mal geguckt, wo klingt es am wenigsten schlimm, wenn wir es hinlegen. Und tatsächlich war ich dann irgendwie so 16, 17 rum und hatte dann so ein Alesis Firewire-Interface. Also wirklich so ein 8-Kanal-Monster-Ding. Wo wir uns früher den Arm für abgehakt, ja, ja, hätten, weil wir hatten Tascam 2. Jetzt kommt ja wieder, ne, die Diskrepanz. Opa erzählt vom Krieg, die, ne? Die Altersdiskrepanz dazu. Naja, und da, klar, dann musstest du dich automatisch damit dann beschäftigen, wenn du da mehrere Spuren aufnehmen kannst, dann musst du sie natürlich auch irgendwie zumindest, ne, wir haben uns heute noch über den Begriff zusammenmischen, abmischen, zusammenfügen, wie auch immer. Genau. Also du musst dich dann damit irgendwie zwangsläufig beschäftigen. Deswegen würde ich sagen, dass ich das dann wirklich gemerkt habe, dass ich das unbedingt machen will, hat aber auch nochmal so knappe 5-6 Jahre gedauert dann, dass ich wirklich gesagt habe, okay, jetzt habe ich gemerkt, das genau möchte ich machen. Und habe dann nochmal wiederum ein paar Jahre später festgestellt, dass ich Mixing zwar toll finde, aber dass ich mich noch viel, viel mehr eigentlich fürs Mastering interessiere. Und jetzt sitzen wir hier. Jetzt sitzen wir hier und reden Danke darüber. Euch, cool. Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank, Sabrina. Super. Pass auf, ich habe mir was überlegt. Ja. Derjenige, der die erste Frage stellt, kriegt das T-Shirt. Das ist eine gute Idee. Hat schon jemand eine Frage gestellt?
Ja, Sabrina. Ja, Glückwunsch, Sabrina. Herzlichen Glückwunsch, Sabrina. Warte, ich werf dir das ganz cool zu. Das sieht bestimmt toll aus auf der du Kamera. Du musst auch nicht heiraten, wenn du es angefangen hast. Sehr gut, Glückwunsch. Oh, das, wenn du das nicht vorher gesagt hättest, dann. Ja, es war ein Dunking quasi. Du hast es perfekt an die Frau gebracht. Perfekt, kann man nicht anders sagen. Okay, alle anderen, die Fragen stellen, kriegen... Alle anderen können dann nach dem Podcast noch eine Frage stellen. Die werden wir natürlich gleich noch beantworten, falls hier noch jemand Lust hat, mit uns gleich zu quatschen, uns anzufassen, uns ein Franzbrötchen auszugeben oder sonstiges. Was hast du immer mit dem Anfassen eigentlich? Ich bin so ein Anfasser. Merkst du gar nicht, ne? Ja. Okay, ihr Lieben, vielen Dank fürs Einschalten. Genau, fürs Dabeisein. Fürs Dabeisein. Danke euch hier vor Ort. Danke an Klaus und Marc, an das ganze Sound- and Recording-Team hier. Unbedingt den Kanal von denen bei YouTube auch hier auschecken. Ganz genau. Liebe Grüße. Super tolle Organisation, ja, mega. Geile Veranstaltung. Und sprich mich nochmal an, ich habe einen Spruch. Ja, dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder beim DAW-Versteher-Podcast ein, wenn unser lieber Freund Jonas Folgendes sagt. In Hamburg sagt man Tschüss. In diesem Sinne, macht's gut, ciao. Tschüss.